Hallo meine lieben Skorpione und herzlich willkommen zu eurer Single-Legung. Ihr seht hier zwei Karten auf dem Tisch, die habe ich rausgesucht, um diese Fragestellung, die ich heute an diese Legung habe, zu veranschaulichen. Ich möchte nämlich einmal wissen, wo stehst du in Bezug auf dein Liebesleben und was kann jetzt alles auf dich zukommen? Und denn wir sind gerade in einer Zeit, in der viel auf uns zukommen kann. Und genau deshalb liegen diese beiden Karten da. Wir schauen, was das Universum für eine Botschaft für uns hat. Ob ich mich hier an die Skorpione richte, die bereits mit jemandem zu tun haben, oder an die Single-Skorpione, die wirklich sagen, ich bin bereit für neue Liebe, show me. Das wird die Legung zeigen. Du, mein lieber Skorpion, tust mir den Gefallen und spürst in dich hinein, ob ich hier deine Geschichte aufgreife, deine Botschaft hier habe oder nicht. Und wenn du direkt merkst, nee, ich befinde mich in einer ganz anderen Situation, stimmt nicht mit meiner Energie überein, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es für einen anderen Skorpion bestimmt. So, warum ich kurz gestoppt habe, I love it. Diese beiden Karten haben mir direkt einen Impuls gegeben. Oh ja, I love it. Meine Lieben, vielleicht lasse ich das genauso. Vielleicht nehme ich das genauso. I love it. Milch und Honig hat sich auch rausgedrückt. Ne? Milch und Honig ist die Energie von Fülle. Es kann sein, dass du dich in einer Zwischenwelt befindest oder dich in einer Zwischenwelt befunden hast. Ich sage bei dieser Karte immer, ne, man hat den Arsch irgendwie noch so in der Vergangenheit hängen. Man ist bereits unterwegs in was Neues, aber ne, man ist einfach in so einer Übergangsphase. Ich habe aber das Gefühl, das ist meine Lieblingskarte aus diesem Deck und deswegen konnte ich auch nicht, deswegen musste ich diesen Impuls loswerden. Diese Karte sagt mir, du bist bereit. Du bist bereit, glücklich zu sein, du bist bereit, deinen Arsch aus der Vergangenheit rauszuziehen, du bist bereit, die Zwischenwelt zu verlassen und glücklich zu sein. I love it, meine lieben Skorpione. Das ist doch schön. Zu eurem Reading hat sich jetzt auch pünktlich hier die Sonne angemeldet, was ich sehr schön finde. Soul, oh meine Lieben, die Verspieltheit, Playfulness und Seelengefährte. Okay, eine Botschaft hier für meine Skorpione. Eine Botschaft für meine Skorpione. Die unerwiderte Liebe. Interessant. Dann schauen wir gleich mal, wie sich das zeigt. Also ich habe schon einen Impuls, aber zwei Schwerter, neun Kelche, interessant. In welcher Energie befinden sich meine Skorpione? Okay, I love it. Sechs Stäbe, Gerechtigkeit, Erfolg. Also ich würde sagen, dass du dich eigentlich gerade richtig gut fühlst. Auf jeden Fall. Eine Karte. Eine Karte noch zu der Energie meiner Skorpione. Oh ja, die Welt. Interessant. Okay, was kommt auf meine Skorpione in ihrem Liebesleben zu? Denn offensichtlich ein... Ne? Ich sehe das Ende auf jeden Fall dieser Übergangsphase. Möglicherweise, ne, die Gerechtigkeit ist vage Energie, vage betont das siebte Haus von Beziehungen und Partnerschaften. Ne? Also möglicherweise auch wirklich das Ende deines Single-Daseins. Oder das Ende von erfolglosem Dating oder von erfolglosem Kennenlernen oder so. Möglicherweise aber auch so ein finaler Abschluss. Der Teufel. Sehen will ich sie trotzdem. Okay, die Mäßigkeit. Interessant. Guck mal, seht ihr das? Die vier Stäbe an der Unterseite des Decks. Die Mäßigkeit ist die Karte, die ich sehen wollte. Und sehen tue ich auch die zehn Kelche. Okay, der Teufel. Steinbock-Energie. Sieben Kelche. Okay. Der
Der Page der Münzen. Der König der Münzen. Interessant. Eine Botschaft zum Pagen der Münzen. Das Rad des Schicksals. Oh, I love it. Noch eine Karte. Oh, meine Lieben, I love it. Noch eine Karte zum Rat des Schicksals, das Ass der Münzen und die Hohe Priesterin, Fische-Energie, Schütze-Energie. Okay, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, du hast ein Karma mit unerwiderter Liebe. Also im Sinne von, die Menschen, die ich gut finde, die, ne, da kommt es nie irgendwie zu einer Partnerschaft, oder die Menschen, die mich gut finden, die finde ich nicht gut. Ne? So. Ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen ein Teufelskreis ist, ne? So, keine Ahnung, ich habe immer Männer gedatet oder ich hatte immer Männer, die nicht wissen, was sie wollen oder die irgendwelche Probleme, also I don't know, was kommt auf dich zu? Ehrlich gesagt sehe ich mit dem Pagen der Münzen eine Person, die möglicherweise auch schon in deinem Leben ist oder ne, jetzt bald neu in dein Leben kommt und die aber sofort als Page der Münzen auftritt. Wenn das Ass der Münzen hier hinten liegt, dann ist das eine super, super Energie. Also hier liegt eine schicksalshafte Begegnung, wo der Teufelskreis von unerwiderter Liebe, egal wer sie nicht erwidert hat, ob du das warst oder ob dein Gegenüber das war, ne, wo dieser Kreis, Teufelskreis, durchbrochen werden kann. Hier ist ganz viel Kreisenergie, meine Lieben. Hier ist ein Kreis, hier ist der Teufelskreis, hier ist ein Kreis, hier ist ein Kreis, hier ist ein Kreis. Okay, ich sehe ehrlich gesagt energetisch auch, dass du bereit bist für das hier, denn deine Energie ist offensichtlich selbstbewusst, positiv, ausgeglichen. Ne? Also ich habe das Gefühl, du stehst absolut am richtigen Punkt, jetzt diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Kann eine sehr spirituelle Verbindung sein mit der Fische-Energie hier unten. Ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne noch gewusst? Keine Ahnung, einfach eine Zusatzbotschaft hier noch. Was hat das Universum hier noch zu sagen für meine Skorpionen? Ah, okay. Hoppa. Alles klar. Na, komm raus. Die 9 Stäbe. Also, definitiv, oh, die Fische-Energie bleibt an der Unterseite des Decks. Venus geht am 27. in die Fische. Ne? Venus ist unser Liebesplanet. Vielleicht ist das irgendwie eine Timing-Energie. Beziehungsweise, ne, wir sind jetzt seit heute in der Wassermannzeit. Danach kommt die Fischezeit. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, ne, Divine Timing, es ist irgendwie so eine Jetzt- oder eine sehr Bald-Energie. Ne? Du bist bereit, wirklich hier bald glücklich zu sein. Der Mond und die 9 Stäbe. Vielleicht weißt du es noch nicht. Vielleicht weißt du nicht, dass hier etwas enden wird. Entweder, ne, dass es hier einen Durchbruch gibt in deinem Beziehungskarma. So, endlich treffe ich jemanden und wir finden uns beide gleich gut. Sowas, ne? Oder die Unsicherheit, ob es diesen Partner, diesen Ass der Münzenpartner da draußen wirklich gibt. Ne? Irgendwie findest du findest auf jeden Fall einen Abschluss. Ne? Zwischenwelt, 9 Stäbe, möglicherweise auch ein neuer Partner, wo du auch wirklich merkst, so, jetzt finde ich einen Abschluss, jetzt kann ich Richtung Zukunft denken, das ist echt, das ist real, das ist stabil, ne? Das ist trustworthy. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, meine Lieben. Also, ich habe das Gefühl, das Universum hat einen Plan. Und zwar einen Plan mit dir und einem anderen Menschen. Und zwar diesem Ritter der Kelche. Entweder dieser Ritter der Kelche taucht in deinem Leben auf oder das Universum schiebt dich zu diesem Ritter der Kelche mit den 8 Stäben. Ne? Das ist meine Push-Energie, die 8 Stäbe. Und wir haben jetzt einen 3-monatigen Vorwärts-Push vom Universum, hier wirklich in eine Verbindung zu kommen. 3 Münzen ist die Energie von Miteinander, wo Miteinander auf dieser Münzbasis, ne, auf diesem, unsere Werte stimmen überein, wir finden uns gleich gut, ne, wir stehen am selben Punkt, ne, einfach Ausgeglichenheit. Wo wirklich eine Partnerschaft aufgebaut werden kann. Ich sehe das hier so, ne, der Hierophant.
kann definitiv Wedding Material sein oder ne, als ein Lebenspartner auf jeden Fall. Also der Ritter der Kelche und der Hierophant ist auf jeden Fall ein Lebenspartner, meine Lieben. Und das finde ich wirklich äußerst schön. Okay, meine Lieben, wundervolle Karten. Wundervolle Karten. Also, es ist nicht mehr weit. So möchte ich das sagen. Es ist nicht mehr weit, bis hier ein Mensch in dein Leben kommt, den du richtig gut finden wirst und er dich auch. Ne? So, hier liegt das Karma von unerwiderter Liebe, das hier durchbrochen werden kann. Wundervoll. Okay, gut, liebe Skorpione, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte noch ein bisschen was zu deiner Energie wissen, auch warum der Teufel und diese sieben Kelche hier liegt, ne, so. Und definitiv zu diesem Ritter der Kelche, der sich hier als Page der Münzen repräsentiert. Vielleicht auch repräsentiert, nichts passiert ohne Grund. Aber ich würde behaupten, dass wir hier von einem Neuanfang in der Liebe reden. Liebe Skorpione. So, und dann schauen wir einfach, was in diesem Extended Reading rauskommt. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, dann findest du unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. Für die Skorpione unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Was ich hier sehe, ist, dass ein Zyklus endet, ne? Dass du deinen Arsch hier irgendwie aus der Vergangenheit rauskriegst. Sorry, ne, dass ich das immer so sagen muss, aber das ist einfach immer der erste Impuls, der zu dieser Zwischenweltkarte kommt. Egal, was für ein Beziehungskarma du hattest von mich kann niemand mehr begeistern oder die Menschen, die ich super finde, die sind irgendwie immer emotional nicht verfügbar. Es ist immer irgendeine Form von Ablehnung da. Ich sehe, ehrlich gesagt, mit dem Pagen der Münzen eine Person in dein Leben kommen, mit dem Rat des Schicksals und dem Ast der Münzen und den neuen Stäben und der Welt, würde ich jetzt aus energetischer Sicht sagen, wir reden hier auch mit der Bereitschaft. Wir reden von einer neuen Person. Ich kann das nicht 100% sagen, aber es fühlt sich energetisch so an, weil ich hier eben sehe, dass Schlussstriche gezogen werden. Ne? Dass du bereit bist, hier eine Beziehung aufzubauen auf einem Fundament, das glücklich ist und nicht auf einem Fundament von Ungewissheit, Unsicherheit, Angst, ne, Option, Dreierkonstellationen, Problem, Menschen mit richtig krassen Problemen. Ich habe das Gefühl, das Fundament dieser Verbindung, die ich hier sehe, ist ein ganz, ne, hier haben wir auch nochmal Stabilität, ist ein ganz stabiles. Also was auch immer davor war, sehe ich nicht hier in dieser Form zurück in dein Leben kommen. Und vielleicht ist es das, ne, vielleicht musst du dich bereit machen, ne, dem Universum hier entgegengehen und sagen, ich bin offen dafür, vertrauensvolle, echte, gegenseitige Liebe zu finden, eine Partnerschaft, ne, also hier liegt wirklich eine Partnerschaft einzugehen. Und das Universum, habe ich das Gefühl, ne, 8 Stäbe, Rat des Schicksals, wird einen Weg finden, dich diesem Ast der Münzen näher zu bringen. Bleib im Vertrauen, sagt mir die Hohepriesterin. Bleib im Vertrauen. Der ist nicht weit weg, dieser Ritter der Kelche. Genau, und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.